Herzlich willkommen zu der Veranstaltungsreihe Zukunft Erde. Heute mit dem spannenden Thema Keine Ruhe Tag und Nacht. Bleibt dabei und finde heraus, warum die Menschheit keine Zeit mehr hat. Leo Tolstoy, ein Schriftsteller aus Russland, erzählt uns folgende unglaubliche Geschichte. Da war ein Bauer mit dem Namen Pachom. Pachom lebte in einfachen, ja ärmlichen Verhältnissen. Er hatte ein Stück Land und lebte von dem, was er anbaute. Soweit war er glücklich. Doch eines Tages dachte er sich: Hm, wie wäre es, wenn ich mehr Land haben würde? Wie wäre es, wenn ich ein besseres, ein neueres Haus besitzen würde? Dann würde es mir besser gehen, oder? Pachom hörte von den Baschkiren, ein anderes Volk, eine weite Reise entfernt von seinem Ort. Und die Baschkiren, so hörte Pachom, die bieten neue große Länder zum Verkauf an das sind ländereien mit kristallklaren flüssen mit riesigen wäldern für unglaubliche billige preise pachom dachte sich da muss ich hin ich muss mir so ein land erwerben ich muss mir das kaufen und so ist dann pachom zu den baschkiren gereist in den osten da hatte sich das land er hat das Land gesehen mit seinen Augen, er hat sich gefreut, er hat gesagt, das muss ich haben. Dann, wenn ich das habe, geht es mir gut. Er hat den Chef der Bashkiren getroffen und er sagte ihm, Pachom, so viel Land, wie du in einem Tag umlaufen kannst, das gehört dir. Wir geben dir den Preis, den zahlst du. Das wird extrem günstig sein, aber die einzige Voraussetzung ist, Pachom, du musst das Stück Land, das du haben möchtest, in einem Tag umkreisen, umrunden. Wenn du das nicht schaffst, dann gehört dir gar nichts. Pachom dachte sich gute Idee. Es gab noch eine weitere Voraussetzung: Pachom müsste jede 100 Meter stehen bleiben und in die Erde ein Loch buddeln, also eine Markierung setzen. Und dann fing Pachom an. Die Baschkiren kamen, feuerten ihn an, freuten sich, endlich sollte los, es soll losgehen. Und da es die Sonne gerade aufging an diesem frühen Morgen, war Pachom unterwegs und er rannte so schnell er konnte. Er setzte eine Markierung 100 Meter und er rannte weiter. Irgendwann sah er dort eine tolle Wiese mit wunderschönen Blumen, dachte sich, die muss ich auch noch nehmen. Und er umrundete die Wiese. Dann war es schon bereits mittags. Da sah Pachom einen herrlichen Fluss. Er sagte sich, ich brauche Wasser für mein Land. Den Fluss möchte ich gerne auch noch mit einsacken. Und so rannte er um den Fluss herum. Und Pachom wusste, eigentlich müsste er so langsam zurückgehen. Aber er wollte mehr haben, weil denn in der weiteren Ferne, da war ein großes Waldstück. Und Pachom meinte, wenn ich nur noch ein wenig Holz haben würde, ja, das, das bräuchte ich auch noch. Und Pachom rundete auch noch den Wald. Und jetzt war es schon nachmittags geworden. Und Pachom, er wusste, jetzt musste er um sein Leben rennen, damit es noch pünktlich bis zum Sonnenuntergang schaffen würde. Ja, das war ja der Deal, die Voraussetzung. Als die Sonne gerade am Horizont unterging, da sah Pachom schon die Baschkiren, die auf ihn warteten. Und er rannte, er hetzte, sein Herz pochte. Er war voller Schweiß, mit letzter Kraft schaffte er es, fiel dann aber auf den Boden. Die Sonne ging unter und die Baschkiren klatschten in die Hände und sagten, Pachom, Pachom, du hast es geschafft. Einer schaute sich Pachom genauer an und alle schrien auf vor Ersetzen. Pachom atmete nicht mehr. Er war verstorben vor Erschöpfung. Wie viel Land, wie viel Erde braucht ein Mensch? Die Baschkiren buddelten ein Loch, legten Pachom hinein, beerdigten an Ort und Stelle. Sechs Ellen, sagten sie ein untereinander, sechs Ellen, das ist das Stück Land, was ein Mensch zum Leben braucht. Wie viel brauchen wir heute? Immer mehr? Wir leben heute in einer gehetzten Gesellschaft. Wir wollen immer mehr haben. Wir sind die einzige Gesellschaft, die mit dem Handy telefonieren kann, unseren morgendlichen Kaffee trinken kann, gleichzeitig noch mit dem Auto zur Arbeit fährt. Ja, und nebenbei war dann auch das belegte Brötchen auf dem Beifahrersitz. Wir haben ein Wort dafür in unserer Gesellschaft, das ist Multitasking. Es gibt da Frauen, die Experten sind beim Multitasking. Da ist das Kind zu versorgen, natürlich zu erziehen. Da nebenbei ist eine Nachricht auf dem Smartphone, WhatsApp meldet sich, da ploppt eine E-Mail auf dem Bildschirm auf. Natürlich müssen wir noch die Rechnungen bearbeiten, die Post liegt da geöffnet auf dem Tisch. Was macht das mit uns? Wir leben in einer gehetzten Gesellschaft. Wir sind ständig von einem Termin zum anderen unterwegs. Wir sind voller Stress und Spannung. 67 Prozent der Bevölkerung in Deutschland empfinden die ständige Hektik und Unruhe als den größten Auslöser von Stress. Wie sich das Lebenstempo in den vergangenen Jahren unwahrscheinlich verdoppelt hat, lässt sich an den kleinen Dingen des Alltags festmachen. Fotokopierer mit einem Ausstoß von 30 Blatt pro Minute. Oder Internetanbieter, die mit immer schnelleren Anschlüssen locken, wobei sich dann nur die Internetseiten mal um ein paar Zehnte Sekunden schneller öffnen lassen. Oder, vielleicht schon mal gehört, Botox to go. Alles muss heute sofort erledigt werden. Am Bildschirm ploppt eine E-Mail nach der anderen auf. Am Nachmittag stehen mehrere Meetings an, Überstunden sind unvermeidbar. Stress am Arbeitsplatz kennt irgendwie jeder. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung legt ein Viertel der repräsentativ befragten Vollzeitbeschäftigten ein zu hohes Arbeitstempo vor. 18% kommen regelmäßig an ihre Leistungsgrenzen. 23% machen keine Pause mehr bei der Arbeit. Jeder Achte kommt sogar krank zur Arbeit. Mehr als 40 Prozent laut einer Studie klagen über den stetig steigenden Druck. Was macht das mit unserem Körper? Wir werden müde. Ah, Kopfschmerzen, Verspannungen im Rücken, Ohrenschmerzen, Augendruck, Schweißausbrüche, schlechte und gereizte Laune, Stress ist oft schon unser Alltag geworden. US-Wissenschaftler haben hier eine Verbindung zwischen Stress und Herzinfarkten und Schlaganfällen aufgeklärt. Chronischer Stress führt zu einer erhöhten Produktion von weißen Blutkörperchen, die sich dann verklumpen können. Und somit die Arterien verstopfen. Die häufigsten natürlichen Todesursachen heute sind welche? Na klar, das sind Herz- und Kreislauferkrankungen -Kreislauf wie Schlaganfall und der Herzinfarkt. Mit fast der Hälfte aller Todesopfer in Deutschland überhaupt. In Deutschland erleiden jedes Jahr 280.000 Menschen einen Herzinfarkt. Davon sterben ungefähr 50.000 Menschen jährlich infolge eines akuten Herzinfarkts. Denken wir mal alleine an das Smartphone. Wir sind immer erreichbar, nie außer Dienst. Per E-Mail stehen wir in Kontakt mit der Arbeitswelt. Fast jede Minute vibriert das Smartphone. Da ist ein Anruf, eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht, ein Anruf über Skype. Facebook sendet uns eine Kurznachricht oder irgendeine andere App schickt uns eine Push-Benachrichtigung. Das kann auf Dauer überhaupt nicht gut gehen. Wir klagen, wir mühen uns und all das macht uns kaputt. Die Lebensart der modernen Welt hat uns an, das, an, das, an den Rand des Erträglichen gebracht. Spannung, Stress und Sorgen treiben den Blutdruck hoch. Die Muskeln sind angespannt, die Nerven sind gereizt, das Herz rast. Bum, 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 bum. Der Verstand kommt nicht mehr zur Ruhe, bis alles zusammenbricht. Oft ist ein Burnout oder die Depression eine Folge. Überlege mal, wie viele Menschen kennst du? Die einen Burnout erlitten haben oder gerade in einer Depression sind. Es sind wahrscheinlich viel, zu viele. Den Preis, den wir zahlen müssen, der ist unglaublich hoch. Meine Frage ist heute: Was ist Gottes Antwort auf den Stress, auf die Hektik, auf die Anspannung in unserer Gesellschaft? Was gibt Gott uns? Gott ist ein Gott der Liebe. Er möchte dich glücklich machen. Er möchte, dass du zur Ruhe findest, dass du runterfährst dass du dich wohlfühlst. Die Botschaft der Bibel kurz vor dem Kommen Jesu ruft uns auf zur Ruhe. Wir sollen diese echte, tiefe Ruhe empfangen, die nur Jesus Christus geben kann. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Das ist die Botschaft des letzten Buches in der Bibel. Jesus fordert uns auf, ihn anzubeten, zur Ruhe zu kommen. Offenbarung 14, Vers 7. Fürchtet Gott und gebt. Ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Was ist gekommen? Die Stunde seines Gerichts. Jesus kommt bald wieder und er ruft uns auf, bete mich an. Und wenn du mich anbetest, dann findest du Ruhe, echten Frieden, diese tiefe Stille. Der Text geht weiter und betet den an, der was gemacht hat: den Himmel, die Erde und das Meer und die Wasserquellen. Wenn wir Gott anbeten, dann geht es uns gut. Dann werden wir erfüllt mit dem göttlichen Frieden. Das ist Gottes Ziel für dich. Warum haben wir den Schöpfer Gott vergessen? Warum gibt es heute so viele Menschen, die Gott verworfen haben, die Atheisten geworden sind? Komm mit mir heute auf eine Reise. Eine wirklich interessante Reise. Diese Reise begann 1831. Hier haben wir ein Boot mit dem Namen Beagle, ein englisches Boot. Auf diesem Boot war ein Mann unterwegs mit dem Namen Charles Darwin. Charles Darwin war unterwegs bei den Galapagos-Inseln. Er wollte die Welt erobern, sie entdecken und hat dort eine große Vielfalt von unterschiedlichen Vögeln und Schildkröten entdeckt und anderen Tieren. Charles dachte sich, also wenn es so viel Vielfalt gibt, ist das möglich, dass Gott all das erschaffen hat? Könnte es nicht sein, dass irgendwie es sich selber entwickelt hat, diese Vielfalt? Und so gründete Darwin eine Theorie, die Evolutionstheorie. Laut der Evolutionstheorie ist das komplexe Leben durch Zufall entstanden. In anderen Worten, dann sind wir ein Produkt des Zufalls. Da war ein kosmischer Unfall und daraus haben sich dann alle Arten über Jahr, Millionen, Jahr, Milliarden Jahren entwickelt. Das Leben wurde insofern laut Charles Darwin nicht durch einen liebevollen Schöpfer kreiert. Somit können wir Gott abschaffen und wir haben im Leben keinen Sinn. Wenn wir tatsächlich vom Affen abstammen, dann wissen wir nicht, woher wir kommen, wir wissen nicht, warum wir da sind und wir wissen auch nicht, wohin wir gehen. Dann geht es im Leben doch nur darum, wie viel Luxus kann ich erreichen, wie viel Geld kann ich machen, wie viel Spaß kann ich erleben, wenn es keinen Schöpfer gibt, dann muss ich keine Rechenschaft für mein Handeln ablegen, dann geht es nur um das Hier und Jetzt. Ja, was stoppt mich dann, um moralisch zu sein? Ich bin dann mein Gott, oder? Wenn wir vom Affen abstammen, haben wir keine Würde, dann hast du keinen Wert, dann bist du irgendetwas, ein Produkt des Zufalls. Was gibt er dann Sinn im Leben? Heute wollen wir zurück zu unserem Schöpfergott gehen. Gott hat uns gemacht. Er gibt uns Würde. Er gibt uns einen Sinn. Er möchte uns echt Ruhe geben. Wie ist das möglich? Offenbarung 14, Vers 7. Betet an den, der den Himmel und die Erde gemacht hat. Wie können wir Gott am besten anfinden, anbeten? Wie können wir zur Ruhe finden? Wie können wir innerlich relaxen und entspannen? Komm mit mir mit zum Anfang der Zeiten. Gott erschuf den Himmel und die Erde. Er hat alles perfekt gemacht. Und ach, wie gerne wäre ich live dabei bei der Schöpfung. Wir gehen zurück zum ersten Buch der Bibel. Da sagt uns das Wort Gottes. Am Anfang schuf Gott was? Himmel und Erde. Am Anfang schuf ein allmächtiger, liebevoller, persönlicher Gott Himmel und Erde. Wie wunderbar ist die Schöpfung Gottes doch. Schau dir das Design der Blumen an. Wo es ein Design gibt, gibt es auch einen Designer. Schau dir die Vielfalt der Schöpfung an. All die unterschiedlichen Arten von Früchten, Weintrauben, Bananen, Ananas, Apfel, Mango, Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren und so weiter. Was für einen großartigen Gott haben wir, einen Gott der Vielfalt. Er hat so viel Liebe in das Detail gesteckt. Ich denke hier an die Tiere, an die Vögel, diese unzähligen Farben, der Gesang der Vögel, der zur Ehre Gottes ertönt. Wir dienen einem liebevollen Schöpfer. Wenn wir die Fische anschauen, hat Gott keinen Sinn für Humor? Schau dir diesen Fisch einmal genauer an. Das ist Gottes Schöpfung. Wer könnte so einen Fisch entwerfen mit so einem Muster? Das ist kein Zufall. Da steckt ein System dahinter, ein Designer. Ein intelligenter Schöpfer. Oder hier, diesen Schmetterling, diese Flügel, diese Farben, diese Pracht, dieses Muster. All das hat Gott gemacht, weil er uns liebt, weil er uns erfreuen möchte mit der Tierwelt. Wow, Gott hat all diese Tiere erschaffen. Was für einen Schöpfer haben wir? Einen liebevollen Vater, der an unserer Seite steht. Als Gott mit den Tieren fertig war, kam er zur Krone der Schöpfung, zum Menschen. Zu uns ganz persönlich. Er formte aus dem Staub der Erde einen menschlichen Körper. Und die Bibel sagt hier in 1. Mose 1, Vers 26 und 27, Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Du bist im Bild Gottes erschaffen worden. Natürlich heute entstellt von der Sünde. Aber. Dennoch im Bilde Gottes erschaffen, du kannst denken, du kannst moralische Entscheidungen treffen, du kannst dich zwischen gut und böse entscheiden, du kannst Leben schaffen, du bist ein Lebewesen für Gemeinschaft. Gott schenkt uns das schlagende Herz, die atmende Lunge, das denkende Gehirn. So hat Gott uns gewollt. Gott kam zum Ende der Schöpfung und er gab Adam und Eva ein Zeichen seiner Schöpfermacht. Als Erinnerung, dass sie niemals vergessen würden, dass Gott, dass Er sie gemacht hat. Am siebten Tag der Schöpfung hat Gott geruht als Vorbild für uns. Am siebten Tag hat Gott gesagt, diesen Tag möchte ich euch, euch schenken als Tag der Gemeinschaft. Untereinander in der Gemeinschaft mit mir. Ein Tag des Urlaubs. An dem Tag können wir Gott anbeten, besonders. An diesem Tag können wir... Entspannen und herunterfahren. Es ist der Sabbattag. Die Bibel sagt in 1. Mose 2 die Verse 2 und 3 und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. An welchem Tag ruhte Gott am siebten Tag? Und Was hat Gott getan? Gott segnete den siebten Tag, er heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das er schuf, als er es machte. Es gibt Menschen, die sagen, ach, alle Tage sind gleich. Aber welchen Tag hat Gott besonders gesegnet? Den dritten? Den fünften? Nein, den siebten Tag. Am Ende der Schöpfung hat Gott diesen Tag besonders zur Seite gestellt. Dieser Tag ist ein Tag der Begegnung mit Gott, wo ich entspanne, wo ich herunterfahre, wo ich Gott anbete, wo ich Wunder erfahre mit ihm, wo ich meine tiefe Beziehung zu ihm pflege. Wenn du jetzt Satan wärst und wenn du gerne möchtest, dass die Welt den Schöpfer Gott vergisst, was würdest du machen? Klar, du würdest die Erinnerung an die Schöpfung einfach beseitigen, den Sabbattag. Heute haben viele Menschen den Sabbattag aus den Augen verloren und somit Gott. Aus den Augen verloren. Einige Menschen würden jetzt sagen: Ach, kann man nicht jeden Tag Gott anbeten? Ich meine, man kann doch auch am Sonntag Gott anbeten, oder? Am Mittwoch Gott anbeten? Natürlich. Du kannst an jedem Tag von Gott gesegnet werden. Du kannst am Sonntag eine tiefe Beziehung mit Gott haben, am Mittwoch, klar. Aber nur wenn du den siebten Tag heiligst, wirst du den besonderen Sabbatsegen erfahren. Wir wollen das einmal illustrieren. Stell dir einmal vor, ich hätte jetzt hier vor mir. Sieben Gläser. Wie viele Gläser habe ich? Sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Gläser. Die ersten sechs Gläser sind gefüllt mit Wasser. Das siebte Glas ist gefüllt mit Geld. Ich stell dir vor, ich würde dich fragen und dich jetzt bitten, du darfst dir eins von den sieben Gläsern auswählen, also den Inhalt dieser sieben Gläser. Die ersten sechs Gläser waren gefüllt womit? Mit Wasser und das siebte Glas war gefüllt mit Geld. Sagen wir mal einen 50 Euro Gutschein ja, oder 50 Euro Geldschein, was auch immer. Und du kommst und darfst jetzt, darfst jetzt hier eins von den sieben Gläsern, eins der Inhalte aussuchen. Welches In Glas würdest du natürlich nehmen? Welchen Inhalt? Nicht das sechste Glas, das ist gefüllt mit Wasser, auch nicht das erste Glas, das ist auch gefüllt mit Wasser, sondern du würdest das siebte Glas nehmen, weil es gefüllt ist mit Geld. So ist es auch mit dem Sabbatag. Nur der siebte Tag, der Sabbattag, ist gefüllt mit Segen. Was ist Segen? Segen ist Vitalität, es ist Lebenskraft. Wenn wir den Sabbat heiligen, werden wir besonders gesegnet. Was hat Gott gemacht am Sabbat? Drei Dinge. Er hat den siebten Tag gesegnet, er hat diesen Tag geheiligt, weil an diesem Tag hat er geruht. Einige sagen jetzt: Ja, der Sabbat wurde doch für die Juden gemacht, oder? Ich meine, ist doch klar. Heute wissen wir, der Sabbat ist mit den Juden irgendwie verknüpft. Aber Moment mal. Wann hat Gott den Sabbattag ins Leben gerufen? Wann hat er uns diesen Tag auf diesem Planeten als Geschenk übermittelt? Das war doch direkt bei der Schöpfung. Und das Volk der Juden ist wann entstanden? Klar, da waren dann Abraham, Isaak, Jakob. Er hatte zwölf Söhne. Und daraus dann die Zwölf Stämme Israels. Insofern haben wir 2.300 Jahre zwischen der Schöpfung bis zum Volk Israel, bis zum Volk der Juden. Und der Sabbattag, der wurde schon vorher gehalten, bereits von Adam und Eva. Der Sabbattag ist gültig für alle Menschen zu jeglichen Zeitaltern. Er ist ein ewiges Zeichen. Gott hat den Sabbattag gesegnet, er hat ihn auch geheiligt. Stell dir vor, du würdest heiraten. Ich weiß nicht, ob du schon verheiratet bist. Nehmen wir mal an, du bist gerade dabei, eine Frau fürs Leben zu finden, kann ja sein, und dort findest du eine von sieben Schwestern. Und du sagst, ja, das ist die Frau, mit der möchte ich gerne den Rest meines Lebens verbringen und es kommt dann zu eurem Hochzeitstag und zu eurer Hochzeit, ja, und du freust dich unglaublich auf den Tag, wo ihr endlich... Einander das Ja-Wort gibt. Der Pastor fragt dich dann, willst du deiner Frau treu sein in guten und schlechten Zeiten? Du sagst natürlich was? Was sagst du? Ja. Nach der Hochzeit steigst du ins Auto und es soll abgehen in die Flitterwochen. Dort ist dein Mietwagen und dann soll es zack zum nächsten Flughafen gehen und dann geht der Flieger schon bald auf die Malediven. Aber in dem Auto, wo eigentlich deine Frau sitzen sollte, ist nicht deine Ehefrau, sondern da ist eine von den sieben Schwestern. Nimm mal an, das ist die erste Schwester. Und du guckst diese Schwester, deiner Ehefrau, unglaublich an und sagst, wo ist meine Frau? Und die Schwester sagt zu dir, ach, Deine Ehefrau ist gerade nicht äh, verfügbar. Wie wäre es, wenn wir beide, naja, die Flitterwochen miteinander verbringen würden? Schau mal, ich kann genauso gut kochen, sehe genauso gut aus und wir beide würden genauso viel Spaß haben wie deine tatsächliche Frau und du. Was würdest du machen? Natürlich würdest du sagen: äh, Moment mal, ich habe nicht dich geheiratet, ich habe meine Frau. Ich habe ihr das Ja-Wort gegeben. Bitte, wo ist meine Frau? Der siebte Tag ist geheiligt. Heilig sein bedeutet abgesondert zu sein, isoliert für einen besonderen Zweck. Der siebte Tag, der Sabbattag, das ist der Tag Gottes. Viele Menschen fragen sich, ja, was für einen Unterschied macht das? Moment mal, macht es einen Unterschied, mit welcher Frau du von diesen sieben deine Viertelwochen verbringst? Natürlich. So macht es auch einen großen Unterschied, ob du Gott am Sabbattag treu bist oder eben nicht. Die Bibel ist klar. Schon. Von Anfang an dieser Tag wurde von Gott gesegnet. Dieser Tag, den Sabbattag haben wir im Alten und im Neuen Testament. Da denken wir zurück an das Volk Israel. Da haben wir die Begebenheit vor den Zehn Geboten. Da fiel Manna vom Himmel und Gott sagte zu seinem Volk: An sechs Tagen dürft ihr Manna sammeln, aber am sechsten Tag bitte sammelt die doppelte Portion. Am siebten Tag, am Sabbattag wird kein Manna fallen. Einige waren untreu, haben dann doch Versucht am Sabbattag Manner zu suchen, da gab es natürlich keinen Manner. Und Gott war ärgerlich und hat gesagt: Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisungen zu halten? Für Gott sind seine Gebote wichtig. Sie geben uns Schutz, sie geben uns Sicherheit und sie erfüllen uns mit Glück, wenn wir uns an sie richten. Die zehn Gebote waren in den Herzen der Männer und Frauen schon vor dem der, bevor dem Berg Sinai in ihr Herz geschrieben. Klar, muss doch immer so gewesen sein, oder? War es denn keine Sünde, dass kein Aber erschlagen hatte? Natürlich. Das Gebot sollst es nicht töten, galt damals auch schon, bevor die zehn Gebote überhaupt in Steintafeln übermittelt waren. So war auch das Sabbatgebot in den Herzen der Kinder Gottes geschrieben vor dem Berg Sinai. Dann kam dieser große Tag, wo Mose die Steintafeln erhielt aus den Händen Gottes. Und war es nicht so, dass Gott mit seinen eigenen Fingern dort die zehn Gebote niedergeschrieben hatte? Das vierte Gebot, es ist das Sabbatgebot. Ich finde es interessant übrigens, dass die zehn Gebote auf Stein aufgeschrieben wurden und nicht auf Sand. Dort hätten sie durch Regen verwischt werden können. Die zehn Gebote wurden nicht auf Pergament aufgeschrieben, dort hätten sie durch Feuer vernichtet werden können. Die zehn Gebote wurden auf Stein geschrieben. Sie sind für alle Zeiten, für jeden Menschen, für dich und für mich gültig. Das vierte Gebot, das Sabbatgebot, 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Gott sagt, Gedenke. Gott wusste, die Menschen werden irgendwann vergessen, dass es einen Schöpfer -Gott gibt. Deswegen hat Gott uns aufgefordert, gedenke, vergiss diesen Tag nicht. Er wusste, der Teufel würde die Menschheit davon abbringen, den echten Sabbat zu halten. Und der Text geht weiter. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Hier steht nicht, der siebte Tag ist der Sabbat der Juden. Hier steht, der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Es ist Gottes ewiger Ruhetag. Der siebte Tag ist eine Erinnerung an seine Schöpfung. Stellen wir uns vor, du hast am 23. März Geburtstag. Wann hast du Geburtstag? Am 23. März. Du kannst am 24. März deinen Geburtstag feiern. Das macht aber diesen Tag nicht zu deinem Geburtstag. Du kannst am 22. März deinen Geburtstag feiern. Das macht diesen Tag immer noch nicht zu deinem Geburtstag. Der 23. März. Das ist dein Geburtstag. So ist auch der Sabbattag. Im Endeffekt ein Geburtstag. Wir denken zurück an die Schöpfung, an unseren Schöpfer, an unseren Erlöser, an Jesus Christus. In sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Gott sagt, gedenke daran. Der Ursprung des Sabbats liegt in Gott, nicht bei den Menschen, nicht bei den Juden. Der Sabbat würde für die ganze Welt, für alle Menschen erschaffen. Gehen wir zurück zum Buch Jesaja, Kapitel 56, Verse 6 und 7. Alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen, die will ich zu meinem heiligen Berg führen. Wie lautet das erste Wort hier? Alle, alle sollen darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen. Und sie, hier geht es immer noch um alle, Sie sollen in meinem Bethaus sich erfreuen, denn mein Haus soll ein Bethaus für wie viele Völker werden? Für alle Völker. Der Sabbat ist für alle Menschen gemacht, damit alle Menschen Gott anbeten und zur echten Ruhe finden. In Ezekiel 20, Vers 12, da lesen wir, ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollen zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollen, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Gott hat die Welt erschaffen. Er heiligt uns. Am Sabbattag, wenn wir Gott anbeten, geben ihm auch mit der Erlaubnis uns ein neues Herz zu schenken, uns zu heiligen, uns einen neuen Charakter zu geben. Wenn wir den Sabbattag heiligen, dann sagen wir Gott, du hast das Universum gemacht. Gott, du kannst mir auch ein neues Herz schenken. Gott, du kannst mir diese Sünden vergeben, die ich zu kämpfen habe. Gott, du kannst mich erlösen. Gott, du wirst mich neu machen. Der Sabbattag ist ein Zeichen auch, dass ich Gott gehöre. Ich trage hier an meinem Finger einen Ehering und das ist ein Symbol dafür, dass ich verheiratet bin. Sollte ich vergessen, wen ich verheiratet bin, könnte ich ja mal nachschauen. Ähm, ich glaube, hier steht auch der Name meiner Frau drin. Ja, natürlich, klar. Meine Frau heißt äh, Rebecca. Wir haben geheiratet am 8. 7. 2012. Dieser Ring ist ein Zeichen, dass ich einer Frau angehöre, dass ich einen Bund mit ihr geschlossen habe. So ist auch der Sabbattag ein Zeichen dafür, dass ich, wem gehöre? Gott im Himmel, dass ich ihm diene und ihm treu bin. Adam hat den Sabbat gehalten, Mose hat den Sabbat gehalten, Jesaja hat den Sabbat gehalten, auch Jeremia hat den Sabbattag heilig gehalten. Und was ist mit Jesus? Jesus hat auch den Sabbattag in Ehren gehalten. Einige Menschen haben die Idee, ach, der Sabbattag ist ein Phänomen des Alten Testaments, aber wenn der Sabbat für Jesus wichtig ist, ist der Sabbat auch für wen wichtig? Für mich und für dich ganz persönlich. Hier lesen wir Lukas 4, Vers 16. Die Bibel sagt, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit. Wohin? In die Synagoge. Wann? Am Sabbattag. Er stand auf, um vorzulesen. Welche Gewohnheit hatte Jesus Christus? Er ging am Sabbattag in die Synagoge. Jesus hat den Sabbat geheiligt. Es gibt einige Menschen, die sagen: Ach, Jesus kam, um den Sabbat abzuschaffen. Und Jesus hat die zehn Gebote ans Kreuz genagelt. Heißt das, dass mit dem Leben von Jesus und mit dem Tod von Jesus wir jetzt frei sind, alle Gebote Gottes zu brechen? Ist es für mich okay, wenn ich heute töte? Die Ehe breche, wenn ich stehle? Ja oder nein? Natürlich nicht. Die zehn Gebote sind Prinzipien, die für alle Zeitalter für alle Menschen ewig gültig sind und so ist auch das Sabbatgebot ein ewig gültiges Zeichen zwischen Gott und dem Menschen. Wenn Jesus den Sabbat geändert hätte, hätte er das gemacht während seines, während, se während, se während seines seiner Zeit hier auf der Erde. Er hätte das nicht danach gemacht. Man ändert nicht den Willen einer Person, nachdem sie gestorben ist. Jesus hat uns ein perfektes Beispiel gegeben. Deshalb sagt er Markus 2, Vers 27. Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Der Sabbat ist sozusagen ein Geschenk für den Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du gerne Urlaub? Hast du gerne frei? Also, ich freue mich, wenn ich mit meiner Familie Zeit verbringen kann, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, die Natur erfahre, wenn ich Spaß und Erholung lebe, wenn ich. Auch einfach mal diese bewusste Zeit für Gott habe. So ist der Sabbatag auch ein Geschenk, etwas, was Gott uns gibt. Wir haben jeden Tag einen Tag extra frei, Urlaub, in der Zeit mit Gott, in der Zeit mit Menschen. Wie verbringe ich meinen Sabbatag? Am Sabbatag gehe ich in den Gottesdienst, ich höre das Wort Gottes, ich rede mit ihm, ich versuche anderen Menschen was Gutes zu tun, ich versuche ihnen von Jesus zu erzählen, ich habe Zeit für meine Familie. Für die Natur. Ich bin unwahrscheinlich gerne draußen, in den Wäldern, an den Seen, an den Flüssen. Am Sabbattag kann man auch mal entspannen, auch mal schlafen, auch einfach mal ausruhen. Das ist ein Tag, wo ich Urlaub habe. Wenn wir Gott am Sabbattag anbeten, dann geben wir nicht Satan, sondern Gott die Ehre. Gott hat uns gemacht. Wir sind keine Moskitos, keine Affen, keine mit Haut bedeckten Knochen. Wir sind erschaffen worden durch einen Gott, der uns wirklich liebt. Und jeden Sabbat geben wir Gott diese Liebe zurück, die wir von ihm empfangen haben. Das ist keine gesetzliche Anstrengung. Da geht es nicht darum, oh, ich muss mit Werken erlöst werden. Nein, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Deswegen bin ich erlöst. Aber weil ich Jesus liebe, halte ich den Sabbat. Brauchst du ein Wunder in deinem Leben? Kämpfst du mit irgendwelchen Sünden, mit schlechten Gewohnheiten, negativen Gedanken? Ist da Depression, Burnout, eine Krankheit, ein Schmerz, ein Verlust, finanzielle Herausforderungen, Arbeitslosigkeit, deine Ehe geht kaputt, der Tod klopft an die Tür? Was für ein Wunder brauchst du in deinem Leben? Interessant ist, dass Jesus die meisten Wunder am Sabbattag gemacht hat. Wenn wir in die Gegenwart Jesu gehen, erleben wir Wunder mit Gott. Manchmal heilt uns Gott. Manchmal beseitigt Gott das Böse. Manchmal gibt uns Gottes einfach auch nur die Kraft, durchzuhalten. Er schenkt uns Hoffnung, Frieden und Trost. Komm und bete Jesus am Sabbat an. Erlebe dein persönliches Wunder mit dem Herrn aller Herren. Jesus sagte, Matthäus 12, Vers 12, darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Jesus hat am Sabbat Gutes getan. Am Sabbattag tanke ich auf, erhalte ich Kraft, Frieden und Ruhe. Einige Menschen haben die Idee, Jesus hat die Zehn Gebote und somit den Sabbat ans Kreuz genagelt. Natürlich gibt es da Texte im Neuen Testament, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, können wir uns die anschauen, die von einigen falsch verstanden werden. Aber wir arbeiten in der Bibel immer so, wir gehen von den klaren zu den schwierigen Texten. Und die schwierigen Texte, die kann man eindeutig auch lösen. Was hat Jesus gesagt? Hier, ein ganz klarer Text, Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Was kommt als erstes, die Gebote? Nein, die Liebe. Liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Wenn du Gott liebst, wenn du dich entschieden hast, ihm treu zu sein, dann möchtest du auch gerne, weil du weißt, es ist das Beste für dich und so kannst du Gott auch am besten ehren, dann willst du gerne auch die zehn Gebote einschließlich des Sabbatgebot, das willst du gerne halten. Jesus schaute voraus. Er dachte an die Zukunft. Ungefähr 40 Jahre nach seinem Tod würde Jerusalem zerstört werden. Und da sagte er, Matthäus 24, Vers 20, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Jesus wusste, es wird eine Drangsal kommen, eine Trübsal. Betet, dass ihr nicht am Sabbattag fliehen müsst. Und da waren die Christen versammelt, ungefähr 70 nach Christus. Und sie hofften und flehten Gott an, lass doch diese Stadt nicht durch die Römer eingenommen werden am Sabbattag. Interessanterweise bricht uns Josephus, dass tatsächlich die Römer an einem Sabbattag Jerusalem angreifen wollten, aber aufgrund eines mysteriösen Grundes wurden sie davon abgehalten und konnten die Stadt nicht attackieren. Es wäre ja auch einfach gewesen dann für die Römer, wenn die Christen am Sabbat versammelt sind, dann wären sie ein einfaches Opfer gewesen, da sie eben alle zusammen sind. Die Christen sind dann aus Jerusalem abgehauen, geflohen, ein paar Tage später nach dem Sabbat. Und Gott hatte das Gebet erhört. Am Sabbattag mussten sie nicht fliehen. Übrigens, Matthäus 24, was wir gerade gelesen haben, das bezieht sich auch auf die Drangsal, auf die Verfolgung ganz am Ende. Auch heute sollen wir darum beten und Gott bitten: bitte lass es nicht zu, dass wir am Sabbattag fliehen müssen. Der Sabbat ist auch heute gültig. Herr Sabbat, den werden wir sogar noch im Himmel halten. Aber jetzt fragst du dich vielleicht, woher wissen wir denn äh, welcher Tag der Sabbattag ist? Ist der Sabbattag der Samstag? Ist es der Sonntag oder der Montag? Wir möchten heute drei kurze Hinweise uns anschauen, welcher Tag der Sabbattag ist. Einmal die Bibel, zweitens die Sprache, drittens die Astronomie. Punkt Nummer eins, wir gehen als erstes zur Bibel. Gott gab Mose die zehn Gebote. Er schrieb sie auf und erinnerte das Volk daran, Gedenke an den Sabbattag. Die große Frage ist: Ist zwischen Jesus und Mose, beziehungsweise Mose und Jesus, Zeit verloren gegangen? Ja oder nein? Wie war das vorher, von der Schöpfung bis zu Mose? Gab es immer diesen Wochenrhythmus? Klar ist, die Erschaffung der Erde, wir haben die sieben Tage Schöpfung, da haben wir den Wochenrhythmus. Und hier ist jetzt die große Frage: Aber welcher Tag ist denn der erste Tag der Woche? Und welcher Tag ist der siebte Tag der Woche? Lukas Kapitel 23 Vers 54 und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Oh, hochinteressant hier, wann fängt der Sabbattag an? Beziehungsweise wann beginnt der nächste Tag, wenn die Sonne untergeht. In der Bibel lesen wir auch im Schöpfungsbericht bei Sonnenuntergang, ja, aus Abend und Morgen wurde der erste Tag, richtig. Also, wir haben einmal hier den Rüsttag, das war welcher Tag? Wann wurde Jesus gekreuzigt? Ganz klar der Aha, der Freitag. Der Sabbat brach an. Dann haben wir Lukas Kapitel 23, Vers 55. Es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa bzw. gekommen waren und sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben, am Sabbat, aber ruhten sie nach dem Gesetz. Interessant ist also, mit dem Tod Jesu wurde der Sabbat nicht aufgehoben. Die Nachfolger Jesu haben den Sabbattag heilig gehalten. Die Bibel sagt weiter, Lukas 24, Vers 1, am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Wir fassen mal kurz zusammen. Jesus ist wann gestorben? Am, wollen wir einmal kurz hier in der Übersicht sehen, am Freitag, das war der Rüsttag. Er war im Grab, wann? Am Samstag, am Sabbat. Und schließlich haben wir dann laut dem biblischen Bericht den ersten Tag der Woche. Welcher erste Tag der Woche? Welcher Tag kommt nach dem Samstag? Ganz klar, das ist der Sonntag. Wenn also der erste Tag der Woche der Sonntag ist, ist der siebte Tag der Woche laut der Bibel welcher Tag? Ja, ganz offensichtlich, das ist der Sabbat, der Samstag. Somit fordert Gott uns heute auf, nicht den Sonntag heilig zu halten sondern den Sabbattag, den Samstag. Wir haben hier den biblischen Hinweis. Es gibt es aber einige, die wiederum sagen, ach, wir müssen doch nicht so viel darüber Gedanken machen, ja, welcher Tag, das ist nicht so wichtig. Ich bin in meinem jungen Leben weltweit schon einiges unterwegs gewesen, ob das in Asien in Afrika war, in äh, Mittelamerika, in Europa und ich habe oft über den Sabbat referieren können. Und immer wieder habe ich die Zuschauer, Zuhörer aufgefordert, das mache ich jetzt auch in diesem Clip. Wenn du das also gerade dir anschaust im Internet, falls du einen Text findest, der uns ganz klar zeigt, dass der Sabbat in den Sonntag verändert wurde, im Neuen Testament, dann werde ich dir 100 Euro auf dein Konto überweisen, per PayPal zahlen, was auch immer. Ich gebe dir das Geld, das verspreche ich dir. Wenn du diesen einen Text findest, kannst du auch gerne in die Kommentare unten schreiben, wie auch immer du das möchtest. Gibt es diesen Text im Neuen Testament, dass der Sabbat in den Sonntag verändert wurde? Bis jetzt, und ich habe den Vortrag schon sehr oft gehalten vor vielen Menschen, ist noch nie jemand auf mich zugekommen und hat mir einen einzigen Text zeigen können, dass er Sabbat in den Sonntag verändert wurde. Warum? Weil es so einen Text gar nicht gibt. Jetzt würden einige sagen, aber ah, haben sich nicht die ersten Christen auch getroffen an einem Sonntag? Natürlich, wir haben dort Hinweise, aber es ist niemals verknüpft mit der Feier oder der Sonntagsfeier, die wir heute haben. Die Sonntagsfeier heute wird ja so begründet von den Christen, man feiert den Sonntag, weil Jesus am Sonntag auferstanden ist. Die Christen haben sich damals ja fast jeden Tag, und einige Texte sind klar, da haben sie sich jeden Tag getroffen, um Gott anzubeten. Also auch am Sonntag, ist ja offensichtlich. Und die andere Frage ist, hat Gott uns nicht ein besonderes Symbol gegeben für seine Auferstehung? Müssen wir nicht die Bibel fragen, welches Symbol es da gibt? Und da gibt es eins, Römer Kapitel 6. Das ist die Taufe. Die Taufe ist ein Symbol für die Auferstehung. Haben wir auch ein Symbol für den Tod Jesu? Da war ja der Rüsttag, wo Jesus starb, der Freitag. Ja, da hat uns Jesus auch ein Symbol gegeben, was wir heute feiern sollen, was wir praktizieren sollen. Das ist das. Aha, das Abendmahl. Und somit feiern wir das Abendmahl, wie Jesus gestorben ist. Wir feiern die Taufe und denken zurück an die Auferstehung Jesu. Den Sabbattag, den Samstag halten wir, weil wir an die Schöpfung denken, an die Erlösung Jesu Christi. Woher wissen wir, dass der Sabbattag der Samstag ist? Einmal ganz klar von der Bibel. Und zweitens, ich weiß nicht, welche Sprache du heute sprichst. Vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen bei den Begriffen. Ich kann nicht Griechisch, ich kann auch nicht Persisch oder Arabisch. Vielleicht kannst du mir mal kurz helfen. Wie spricht man das hier aus? Griechisch? Das Wort für Sabbat, Sabaton, dann haben wir Spanisch, kannst du Spanisch, Sabato, Portugiesisch, Sabato und dann so weiter bis Russisch, Sabato oder Subota, Hindi, Sombat, Arabisch, As, Sabit. Wir haben also Hinweise direkt, die in der Sprache liegen, dass der Sabbat Tag der Samstag ist, dass das der siebte Tag der Woche ist. Mehr als 140 Sprachen der Welt zeigen uns das heute an. Aber, sagt jetzt vielleicht jemand, hat man nicht irgendwann den Kalender verändert? Vom julianischen Kalender in den gregorianischen Kalender gewechselt? Ja, klar. Aber der Wochenzyklus, den Sieben-Tage-Rhythmus, hat man niemals verändert. Da gab es einige Tage, die verschwunden sind in der Geschichte, vom 4. auf den 15. Oktober. Die wurden einfach aus dem Kalender genommen. Aber der Wochenrhythmus, der Zyklus, die sieben Tage, die sind geblieben. Übrigens, der Kalender, hier sehen wir, ist der erste Tag der Woche, laut Bibel richtig, das ist der Sonntag, oder? Hier in Europa, in Deutschland ist der erste Tag der Woche der Montag. Ist also biblisch gesehen gar nicht richtig. Erster Tag der Sonnt Woche ist der Sonntag. Und somit der siebte Tag der Sabbat. Auch die Astronomie zeigt uns, welcher siebte Tag der Woche, dass der siebte Tag der Woche der Sabbat ist. Fragen wir heute die US-Sternwarte, die sagt uns Folgendes, wir hatten Gelegenheiten, die Arbeiten von Fachleuten für Chronologie zu untersuchen und wir haben niemanden gefunden, der geringsten Zweifel daran hat, dass der Wochenzyklus bis zum christlichen Zeitalter verloren gegangen ist. Woher wissen wir, dass der siebte Tag der Sabbattag ist, der Samstag ist? Von der Bibel? Von den Sprachen? Und drittens von der Astronomie, es ist keine Zeit verloren gegangen. Der Sabbattag, das ist der Samstag. Jesus und seine Jünger hielten den Samstag, auch die ersten Christen, Petrus, Paulus, auch all sie haben den Sabbattag gehalten. Wir denken hier an Apostelgeschichte 17, die Verse 1 und 2. Und sie kamen nach Thessalonik, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging, aha... Nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Jetzt könnte man sagen, ah, hier war doch Paulus da bei den Juden, weil das ihr Tag war, der Sabbattag. Aber wer war auch mit dabei? Apostelgeschichte 13 Vers 42. Da baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte wann am nächsten Sabbat verkündigt würden. Was sagt die Bibel? Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Das ist das Neue Testament. Fast die ganze Stadt, Juden und Heiden, haben Jesus Christus am Sabbat angebetet. Und am Sabbattag, so geht der Text weiter, gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns, redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Das ist der Sabbattag. Das ist der Ort, wo Gott mir Entspannung, Ruhe und Sicherheit schenkt. Wir sehen... Das durch die ganze Bibel der Sabbattag gehalten wurde. Adam und Eva haben den Sabbat gehalten, Mose hat den Sabbat geheiligt, Isaiah und Jeremia haben den Sabbat, auch am Sabbat Jesus angebetet, Jesus lehrte den Sabbat, die Apostel sprachen über die Wichtigkeit des Sabbats. Mein lieber Freund, komm und bete Jesus an. Finde heute Ruhe in der gehetzten Gesellschaft. Finde einen Ort des Friedens, bete Jesus am Sabbat an. Erlebe seine Liebe, seine Gnade, seine Erlösung, sein Wunder am Sabbattag. Ruhe in seiner Gnade. Das Wort Gottes sagt uns in Offenbarung 14, Vers 12, ganz am Ende wird es eine Gruppe von Menschen geben, die zeichnen sich aus, wodurch? Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Ganz am Ende wird es Menschen geben, die an Jesus Christus glauben, da wird es Menschen geben, die standhaft ausharren, da sind Menschen, die die Gebote Gottes halten, einschließlich des Sabbatsgebots. Menschen wie Adam und Eva, wie Mose, wie Isaiah, wie Jeremia, wie Jesus, wie die ersten Apostel. Möchtest du nicht auch gerne zu diesem Volk gehören? Willst du gerne auch Gott treu sein? Höre nicht auf das, was deine Kirche sagt. Prüfe alles mit dem Wort Gottes. Höre nicht auf das, was ein Prediger sagt. Höre auf das Wort Gottes. Natürlich kann dir deine Kirche gute Sachen lehren und dein Prediger Gutes vermitteln. Aber prüfe alles mit dem Wort Gottes. Und wenn der Sabbattag Gottes Tages, dann sei ihm treu, folge ihm nach. Die Bibel sagt: Liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Am Ende wird es so ein Volk geben. Willst du zu diesem Volk gehören? Willst du da Gott treu sein? Es geht weiter. Jesaja 66, die Verse 22 und 23. Und alles Fleisch wird einem Neumond nach dem anderen und einem Sabbat nach dem anderen kommen, um von mir anzubeten, spricht der Herr. An welche Zeit handelt es sich hier? denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, von meinem Angesicht bleiben werden. Das ist die neue Erde. Auf der neuen Erde im Himmel werden wir den Sabbat halten. Jeden Sabbat werden wir Gott anbeten. Da werden vom Osten und vom Westen viele Menschen sein, alles Fleisch wird zusammenkommen. Da werden die Glaubenshelden sein. Da werden die Apostel sein. Zusammen werden wir Gott anbeten. Wenn der Sabbat gut genug ist für Adam, für Mose, für Jesaja, Jeremia, für Petrus, Paulus, Jakobus, Johannes. Gut genug für Jesus. Und wenn wir oben eines Tages im Himmel den Sabbat halten würden, wieso halten wir den Sabbat nicht heute? Hier und jetzt schon, oder? Jesus ruft dich auf. Sei mir treu. Folge mir nach. Wir werden eines Tages Jesus anbeten, uns ihm niederwerfen und singen Heilig, heilig, heilig bist du werden diesen großen Sabbat im Himmel feiern. Aber lass uns doch heute, hier und jetzt schon auf der Erde Gott treu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Sabbattag. Vielleicht hörst du zum allerersten Mal durch diesen Vortrag jetzt über den Sabbat. Vielleicht ist das komplett neu für dich. Und du musst sagen, ich muss erstmal darüber nachdenken. Ich muss ins Gebet gehen. Ich muss das prüfen. Nimm dir die Zeit, mein Freund. Der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit führen. Vielleicht... Vielleicht ist ja der Sabbattag schon bekannt und es in deinem Kopf ist das klar, aber du kämpfst damit. Es gibt so viele Sachen, die dich hindern. Dein Arbeitsplatz, deine Familie, vielleicht deine Kirche. Du fragst dich, was wäre, wenn ich Gott treu sein würde? Welche Probleme und Konflikte kommen dann auf mich zu? Vielleicht hältst du den Sabbat schon und bist Gott treu. Gott möchte dich unglaublich segnen. Nur wenn du den Sabbattag hältst, empfängst du seinen Frieden. Da ist Steve Casperbauer. Er lebt in Guam. Guam ist eine Insel, die liegt zwischen den Philippinen und Hawaii. Steve Kasperbauer ist einem katholischen Elternhaus aufgewachsen. Er war ein gläubiger Mensch, ist gerne in die Kirche gegangen und wurde eines Tages eingeladen zu einer Vortragsreihe wie diese. Da war Steve oder hörte zum allerersten Mal in seinem Leben über den sabbattag Für ihn war das total neu. Er dachte sich, hä? Habe ich immer den falschen Tag geheiligt, den Sonntag, und jetzt soll ich den Samstag halten? Aber das ist doch unmöglich. Denn Steve ist hier Inhaber, Inhaber eines riesigen Touristikunternehmens. Er besitzt ein riesiges Hotel. Er hat 185 Angestellte. An guten Tagen hat er mehr als 1000 Kunden. Er hat viele verschiedene Freizeitangebote. Da kann man Jetski fahren. Ich war bei ihm, bei Steve Kesselbauer. Ich habe das selber mal probiert. Jetski zu fahren. Da kann man Delfine anschauen. Kajak fahren, Parasailing, man wird also mit so einem Fallschirm übers offene Meer getragen. Und da war Steve in dem Vortrag und er überlegte sich, soll ich Gott treu sein? Denn wenn ich mich für den Sabbat entscheide, wenn ich mein Touristikunternehmen schließe am Sabbattag, dann werde ich so viele Kunden verlieren. Denn am Samstag, am Sabbattag, da kommen die Buchungen rein für die nächste Woche. Und auch am Sabbattag... Am Samstag habe ich generell die meisten Kunden sowieso bei mir, die alle Freizeitangebote in Anspruch nehmen. Und schließlich hat der ja, der vor einiger Zeit hier über die Insel fegte, so viel zerstört. Und ich muss so viele Hunderte von Tausende Dollars zurückzahlen. Er sagte sich, ich werde es niemals schaffen. Steve hörte davon, wie der Sabbat durch Jesus... Weil der Schöpfung uns gegeben wurde, durch Gott bestätigt wurde, klar, die zehn Gebote. Er hörte von Jesaja und Jeremia. Er hörte davon, dass Jesus den Sabbat selber gehalten hat. Er vernahm auch, dass der Sabbat im Himmel weitergehalten wird und überlegte sich, was soll ich tun? Und er war hin und her gerissen, bis eines Tages der Pastor, der diese Veranstaltungsreihe hielt, Steve persönlich zu Hause besuchte. Und der Pastor fragte ihn, wollen wir mal gemeinsam den Text aus Matthäus 6, Vers 33 öffnen? Und Steve las den Text laut vor, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Der Pastor fragte Steve, Steve, willst du als allererstes nach dem Reich Gottes trachten? Willst du Gott treu sein? Und glaubst du, dass er dir dann helfen wird, finanziell, auch mit einem Touristikunternehmen? Glaubst du, dass er dir helfen wird, aus der Schuldenfalle herauszukommen? Und Steve haben Kämpfen, hin und her. Aber irgendwann dann sagte er, ja, ich möchte es probieren. Ja, ich will Gott treu sein. Ja, ich möchte von nun an den Sabbattag halten. In dem Leben von Steve passierte ein Wunder. Der erste Sabbattag kam. Steve war schon ganz aufgeregt. Was, was erwartet mich jetzt? Und An einem ersten Sabbattag am Freitag, also der Rüsttag, der Tag zuvor, war geniales Wetter. Steve hatte viele Kunden, machte dann seinen Laden dicht zu Sabbat Anfang, also bei Sonnenuntergang. Am Sabbattag war dann ein Touristikunternehmen. Insofern das Hauptquartier geschlossen. Und an diesem Samstag regnete es wirklich aus Kübeln. Und es hat extrem geregnet, den ganzen Samstag hindurch. Und Steve fragte sich: Hm, das ist ja komisch, das kenne ich gar nicht so. Also gibt es ab und zu so ja, Schauer auf, den, auf Guam, aber dass es den, einen ganzen Tag durchregnet, ist selten. Und dann am dritten Tag war wieder perfektes Wetter nach dem Samstag. Steve dachte sich, das. Ist doch gut, es könnte so bleiben, oder? Am nächsten Sabbat passierte genau das gleiche Wunder. Freitag sehr gutes Wetter, am Samstag totaler Regen, ganzen Tag durch, Sonntag wieder super Wetter. Und das war nicht nur so in der dritten, in der vierten, in der fünften Woche für sage und schreibe. Achtung, sechs Monate, wow, sechs Monate lang. Am Freitag geniales Wetter, am Samstag, schreckliches Wetter, Sonntag wieder Superwetter. Steve hat sechs Monate lang, jeden Tag am Sabbattag, am Samstag, ein Wunder erlebt. Er sagt, es lohnt sich, Gott treu zu sein. Er konnte mehr als mehrere Millionen Dollar zurückzahlen an Schulden. Er hat den besten Umsatz wie nie zuvor gemacht. Er hat Gottes Segen erlebt. Seine Kundenzufriedenheit ist gestiegen. Die Betriebsanlagen, die Lebensdauer, die... Es hält einfach alles länger. Er ist produktiver mit seinem ganzen Team und er sagt, Gott hält sein Versprechen. Gott ist treu. Er hält sein Wort. Vielleicht geht es dir heute ähnlich wie Steve. Du fragst dich, ja, soll ich Gott treu sein in allen Dingen? Vielleicht hast du heute erkannt, dass der Sabbattag, der Samstag Gottes Ruhetag ist. Das ist für dich klar und logisch. Ich weiß nicht, mein Freund, in welcher Kirche du bist wo du aufgewachsen bist. Ich weiß auch nicht, was dein Pastor zu dir predigt. Ich weiß auch nicht, was die Menschen um dich herum lernen, was seine Familie sagt. Aber ich kann dir nur einen Rat geben, mein Freund, sei Jesus treu. Jesus liebt dich. Er hat alles am Leben, alles gegeben am Kreuz für dich. Er hat sein eigenes Leben geopfert für dich. Jesus möchte dich glücklich machen. In einer Welt voller Hektik, Stress und Anspannung kann nur er die Ruhe geben. Ich möchte dich auffordern, Gott treu zu sein. Wie wäre es, wenn du heute sagst, Herr Jesus, ich habe da so einen Kampf in meinem Leben. Ich möchte gerne den Sabbat halten, aber es gibt eine Sache, die mich hindert. Wie wäre es, wenn du diese Sache heute Jesus gibst, dieses Hindernis, und ihm sagst, Herr Jesus, ich schenke dir das und ich möchte dich bitten, dass du es wegnimmst. Und ich lade dich ein, dass du mir die Kraft gibst, dir treu zu sein. Herr Jesus, komm jetzt in meinem Leben, schenk mir ein neues Herz. Und ich möchte meine Liebe zum Ausdruck dir bringen, indem ich den Sabbattag heilige. Ist das heute dein Wunsch? Wie wäre es, wenn du Jesus hier und jetzt sagst, ja Herr, ich liebe dich und ich möchte dir treu sein. Ich will den Sabbat halten. Willst du das tun? Mein Wille ist das. Ist das auch dein Wunsch? Sag ja zu ihm und werde glücklich. Halte den Sabbattag und werde befreit von Sorgen, Problemen. Erlebe Gottes Wunder in deinem Leben. Ich freue mich dass du eine Entscheidung getroffen hast und ich würde gerne diese Entscheidung jetzt in diesem Moment zu unserem Schöpfer im Himmel bringen und ihn einladen, dass er uns immer mehr verändert und seine Liebe in unserem Leben immer größer und stärker wird. Beten wir gemeinsam. Unser Vater im Himmel, danke, dass du uns den Sabbattag geschenkt hast, diesen extra Tag Urlaub, dieses Date mit dir, diese tiefe Beziehung, das Auftanken. Wir möchten diesen Sabbattag heiligen, wir möchten dir treu sein, wir möchten dich bitten, Herr dass du bald wiederkommst, dass wir endlich den Sabbat auch im Himmel mit dir feiern können. Hab Dank dafür im Namen Jesu. Amen. Ich freue mich auf das nächste Thema mit dir. Die größte Lüge aller Zeiten. Was verschweigen uns die Massenmedien? Welche wichtigen Informationen halten die großen Kirchen bewusst geheim? Finde die biblische Wahrheit und werde glücklich. Wir sehen uns. Bis dann.